Ich bin in Heimberg und Heimberg ist in der Nähe von Steffisburg oder besser gesagt in der Nähe von Thun im Kanton Bern. Ab hier nur noch 3,5 Tonnen, aber das Problem ist, unten war schon lange ein Fahrverbot, also wenn ihr schon hier steht, dann riskiert ihr schon eine Buße. Und ich suche den Wanderweg, aber mein Gott, kein Wanderweg, obwohl es so einen schönen Wald hat. Und jetzt geht's da steil nach oben. Auf dem Video wirkt das gar nicht so, aber das hat eine ordentliche Steigung. Jetzt bin ich schon fast im Wald drin. Es heißt hier Heimberger Fluh, aber ich glaube, das ist weiter oben beim Berg und nicht hier unten am Fuße. Aber ich weiß nicht, ob ich es bis dorthin schaffe. Das sind etwa 13 Kilometer, also ich denke nicht, dass ich da hochlaufen werde. Ach Quatsch mit Soße, nicht 13 Kilometer, sondern 13 Minuten würde das gehen bis nach oben, aber mit dem Auto, es sind 7 Kilometer, also zu Fuß fast eine Stunde. Darunter habe ich jetzt den Wanderweg entdeckt, aber ich glaube, ich bleibe auf meinem asphaltierten Pfad momentan. Hier hat es einen Bauernhof. Ja, und das ist der Gipfel, wie es mir scheint. Aber ich glaube, ich bin da auf dem falschen Pfad. Ich muss doch irgendwo abbiegen, dass ich direkt hochkomme und nicht da über diese Straße laufen muss. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht über private Grundstücke laufe, sonst bekomme ich da auch noch Probleme, wenn ich da plötzlich irgendwo laufe, wo ich nicht darf. Darum laufe ich jetzt mal diese Richtung weiter und hoffe, dass ein Wanderweg nach oben geht, weil sonst laufe ich mir hier einen Wolf. Ach Mist, ich sehe den Wanderweg, der ist da in der Bildmitte, also ich muss durch den Bauernhof und dann geht es darauf. Augen auf beim Wandern, dann sehe ich auch das Schild, das ist da. Ich habe nur das Fahrverbot gesehen, aber es geht wirklich hier durch den Hof. Da muss ich ein Tor aufmachen und wieder zu. Und dann geht es hier. Aber sehr schön. Ruhig. So. Also keine Tiere weggehen. Oh, ein Hund, höre ich bellen. Ja, er war Gott sei Dank drin im Haus und kam nicht raus. Oh, Glück gehabt. So sieht der Wanderweg aus. Viel schöner als auf der Straße, wo ich jetzt vorhin war. Und da ist ein Wegweiser. Da heißt es Buchwald Heimberg oder auch Steffisburg, nein, auf Steffisburg gehen wir jetzt nicht. Wir gehen da hoch jetzt. Buchwald Heimberg, hier geradeaus. Ein Hochsitz für den Jäger. Und der schaut dann über diese Weide runter und sieht natürlich, wo sich die Rehe befinden. He? Und nun ist die Frage, laufen wir den Wanderweg entlang oder einen Pfad, den ich jetzt entdeckt habe? Wanderweg ist dort beschrieben auf dem Baum, das wäre jetzt wahrscheinlich hier weiter. Aber ich habe gesehen, da hat so ein Trampelpfad und ich denke, wir laufen den Trampelpfad rauf. He? Das ist ein bisschen interessanter. Ein kleiner Bach. Und natürlich laufe ich jetzt nicht mehr Richtung Heimberg, sondern in die andere Richtung. Aber er ist einfach schöner, dieser Pfad. An einer Gabelung bin ich da rausgekommen
Und da wieder ein Wegweiser, Heimberger Flur, hier links rauf. Übrigens bin ich der einzige Wanderer, wo jetzt heute unterwegs ist. Ich habe niemand gesehen bis jetzt. Aber es ist ja auch Freitag und alle müssen arbeiten, oder die meisten. Vielleicht ist das der Grund. Oh mein Gott, da geht's aber. Oh, da geht's aber steil nach oben. Hoi, hoi, hoi. In den Berg rein. In den Wald rein. Hoi, hoi, hoi. Das wird noch mal anstrengend heute. Aber ich muss auch die Zeit beachten. Ich muss ja irgendwann wieder zurück sein. Ja, und ich muss es positiv sehen, das Wandern hat auch seine Vorteile. Nicht das Wandern, das Filmen. Weil man ist immer in der frischen Natur, bewegt sich, läuft umher. Das tut gut an Körper und Geist. Ja, und klar, es macht mir natürlich auch Spaß, für euch solche Trips zu machen. Ist doch klar. Heute halt nicht Camping oder Stellplätze, sondern im Wald wandern. Es geht noch weiter hoch. Und zwar fast senkrecht geht es da hoch. Ah, es ist ein bisschen nass. Muss da schauen, dass es mich nicht hinlegt wieder mal. He? Und jetzt geht es da wirklich steil den Berg hoch. Ja. Und so sieht das aus in Heimberger Wald. Ja, das Wetter ist nicht so gut heute. Alles bewölkt. Hat keinen Regen gemeldet. Aber es hat immer ein bisschen getröpfelt. Aber nicht stark. Jetzt kommen die Treppen. Ah, das bedeutet nichts Gutes. Das heißt noch mehr Anstrengung. Ja, und matschig ist es auch. Matschig und dreckig und nass. Wanderweg in Bern. Und ich glaube, ich bin fast am Ziel. Es geht nur noch hier hoch, hoffentlich. Ja, jetzt noch da. Und wir sind oben. Oder was ist das? Ne, das ist der Weg zu diesem Bauernhof. Aber ich glaube, der Wanderweg geht unten rum. Entlang der Bäume da. Das ist der richtige Pfad für mich. Und das Gebimmel, wo ihr hört, kommt von den Kühen, die dort Gras fressen. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Also weiter hoch geht es nicht mehr. Ich war jetzt etwa eine halbe Stunde unterwegs, vielleicht 40 Minuten und nicht eine Stunde, wie es auf Google Maps angegeben hat. Ja, und jetzt muss ich schnell schauen, wo es da wieder runter geht. Der Weg ist immer gut zu laufen gewesen. Eine, zwei Passagen, wo ein bisschen Matsch war, aber sonst ging es gut. Aber heute auch wieder sehr kalt, nur 8 Grad. Mann, diese scheiß GoPro, Mann, die startet nicht mehr. Und ich habe sie vollgeladen. Und die macht keinen Wank mehr, ey. Was soll das? Scheiß Produkt, ey. Wirklich. Das habe ich schon mal gehabt, ey. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ja. Ja, der Wind geht halt jetzt und ich habe keinen Windschutz dabei. Ich bin hier alles raufgelaufen. Bei Google Maps hat es genau auch so ausgesehen. Und das ist der Beweis, Heimberger Flur. Jetzt 35 Minuten bis. Also heißt das, ich hab's geschlafen. Geschlaft?
Ich habe es geschafft. Ich bin Heimberger Fluh oben, wo ich eigentlich gewollt habe. Sehr schöne Aussicht. Und weil die blöde GoPro jetzt nicht mehr will, muss ich jetzt mit dem Handy filmen. Und ich melde mich von unten wieder, weil das macht keinen Spaß, jetzt mit dem Handy hier den Waldweg zu filmen. Also, wir sehen uns unten. He? Bis später. Nicht ganz unten habe ich jetzt so einen Stopp gemacht, weil ich muss euch das zeigen. Diese Landschaft hinten mit den Bergen, Wiesen, Wälder, das ist der Kanton Bern und die Schweiz. Wunderschöne Gegend. Und dort waren wir an der Kante des Berges. So, hat alles wunderbar geklappt. Ladebooster und Lithium-Batterie sind drin und wir fahren jetzt da nach Hause. So, jetzt noch die steile Passage rauf. Und, oh, der Bus ist auch da. Hallo Bus. Da schauen, dass mich da niemand abschießt. Und los geht's. Also, sie haben da eine Forster Lithium-Batterie reingemacht, 100 Amperestunden. Und dann noch einen Ladebooster, der sitzt hier. Der ist hier unten verbaut. Hier ein Votronic Ladebooster mit der ganzen Verkabelung und so. Und hier sitzt der Votronic Solarregler.